Ja, liebe Leute, herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Wenn ihr mich ein bisschen supporten wollt, seht ihr jetzt links eingeblendet meine Kanäle Twitch, Twitter und YouTube. Lasst ein bisschen Support da, Follows auf Twitch oder Twitter und auf YouTube ein Abo, wenn ihr Bock habt. Liked meine Videos oder schaut mir gerne bei denen einfach nur zu, was ihr Bock habt oder mir irgendwie zukommen lassen wollt. Freue ich mich drüber. Wir sind hier wieder bei Bright Memory Infinite und gucken jetzt hier, wie wir hier weitermachen können. Hattet ihr eben schon gesehen, da gibt es noch ein paar, da oben sind sie schon. Ja, was haben die für Waffen, Junge? Das sind aber keine normalen Scharfschützengewehre, oder? Ich kenn dich, Alter. So, zack, weg damit. Ja, also lasst mir auch gerne mal ein paar Kommentare da, wie euch das Spiel so gefällt. Ich muss sagen, bisher gefällt es mir sehr gut. Es ist schnelllebig, es macht richtig Bock. Und man hat sehr viel Abwechslung. Storymäßig scheint das ja auch ein bisschen was drauf zu haben. Das gefällt mir auch sehr gut. Kopf weg. So. Munition, immer sehr gerne gesehen. Ist auch noch Munition. Das war's dann auch. Immer diese Granaten. Mein Gott, komm her, Junge. Zack. Also hier ist wieder so ein Punkt, wo man unheimlich viel Munition bekommt. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran liegt, dass man eben gegen diesen, dass wir in der letzten Folge gegen diesen kolossalen König kämpfen mussten. Aber es ist ja schon so, dass man hier immer recht viel Muni findet, ne? Ich meine, man verballert ja auch viel davon, aber es ist trotzdem immer wieder interessant. Ja. Upsala, noch einer? Wo? Ah, da. Ducken bringt nichts auf offener Straße. So. Zack. Ne, wir bleiben mal bei der hier. So, schauen wir mal, ob wir hier noch den Kisten was finden. Ich möchte ja hier auch so ein bisschen was mitnehmen, ne? Das kriegen wir nicht. Alter, was zum Teufel? Oh, jetzt reicht es aber auch hier. So, gucken, wie euch die gefällt. Irgendwann habe ich dann auch mal die Schnauze voll. Du lebst immer noch. Junge, die hier wirst du nicht überstehen, das schwör ich dir. Bam, Junge! Ha! Was denn? Wo denn? So, mal eben hier Energie auftanken. Das war's. So, Reliquie und Munition. Wir haben 5 Reliquien. Könnten wir jetzt auch mal wieder ein bisschen was machen mit. EMP, nein. Erdbebenschlag. Finde ich auch sehr geil. Im Sprung gedrückt halten und dann F drücken. Energie wird im Exo-Arm konzentriert und als Schockwelle entladen. Gegner, die von dieser Schockwelle erfasst werden, erstarren und sind ihnen wehrlos ausgeliefert. Sehr geil. Klingt sehr nach Sklaverei, also nach Folterung und Sklaverei. Nach einem Upgrade wird der Schockwellenzustand, wird der Schockwellenschaden bei maximaler Entfernung um 20% erhöht. Sehr geil. So, jetzt würde ich aber gerne noch hier Blitzhieb, haben wir auch noch nicht freigeschaltet. Können wir aber auch nicht. Okay. Warten wir erstmal. So. Bäm, Junge, das sieht geil aus. Ja, das ganze Spiel sieht einfach nur geil aus. Jemand, der ein bisschen grafikaffin ist und da ein bisschen Bock dran hat, sich an sowas zu ergötzen und nicht sagt, okay, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf oder muss ich nicht unbedingt haben. Der ist hier auf jeden Fall richtig. Dem macht das Spiel auf jeden Fall Bock. Naja, hier Handy-App am Start.
Ach, ist das herrlich. So, jetzt dürfen wir auch noch Auto fahren. Ach, guckt euch mal diesen niedlichen. Alter, guckt euch mal diesen geilen kleinen Hasen an. Wenn wir einen Unfall bauen, dann kriegt er so auch geiler Scheiß. So, wir können auch ballern, sehr cool. Das Ding zu fahren ist allerdings nicht so leicht. Ich muss mich jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Oh, krass, Alter. Das Ding rutscht und driftet wie sonst was. Das ist geil, den will ich auch haben. Also dieses Spiel hat megamäßig viel Abwechslung am Start, muss man sagen. Upsala. Das ist sehr cool gemacht mit dem Auto jetzt hier. Die ganzen Waffen, die ganze sprunghafte Action, die man hier so vorfindet. Sehr geil gemacht. Natürlich jetzt Spielmechanik. Dadurch, dass wir die Waffe nicht steuern können, ob sie hinter uns feuern soll, vor uns feuern soll oder so, weil wir ja das Auto lenken müssen, können wir nur feuern und deswegen, mein Gott, fahren diese Autos jetzt natürlich, fahren diese Kollegen hier vor uns her und nicht hinter uns. Nicht normal, deswegen brauchen wir eigentlich nur fahren. Das hat jetzt eigentlich nur so einen netten Nebeneffekt. Das hat jetzt wenig mit Innovation zu tun, ne? Also, man fährt eigentlich ein Parcours ab und ballert ein bisschen auf vor einem fahrenden Fahrzeug. Das war's. Naja, Schweine gibt's auch noch, die einen hier angreifen. Irgendwie auch den Eindruck, dass unsere Karre auch nicht kaputt gehen kann. Ist unvernichtbar. Sehr, sehr cool gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut, das Game bisher. Bis auf so ein paar Kleinigkeiten, die ich in den ersten zwei Videos angesprochen habe, aber unterm Strich solides Game, richtig geil. Dafür, dass es von einer Ein-Personen-Schmiede kommt, können sich da die ein oder anderen Studios mal oder Entwickler eine fette Scheibe von abschneiden. Bam, Hupen und Schleudersitz. Geil. Was zum Teufel kommt jetzt noch? Also scheiße. Leute, was geht ab? Sind wir um Flugzeug und jetzt gibt's hier fette Ballerei. Übelster Shit, Jungs und Mädels, je nachdem wer zuguckt. Ja, warte, Waffen wechseln. Oh, zack. Scheiße, jetzt bin ich gestorben. Ah ne, bin ich nicht. Doch, jetzt bin ich gestorben. Okay, da muss man ein bisschen behutsamer rangehen. Einfach jetzt die Keule auspacken und drauf losballern ist dann tatsächlich nicht. Aber das wird uns auch nicht im Weg stehen. Das kriegen wir schon hin. So, das hätten wir. So, warum ist das jetzt hier rot gewesen? Das ist einfach zu sagen. Okay, wir bleiben bei der hier. Ich hoffe, dass der jetzt nachgeladen hat, weil wenn nicht, ist scheiße. Toll, das habe ich nicht geschafft. Doch, jetzt. Hau rein, Junge. Du kannst da hinten von mir zergammeln, Alter. Sieh, die ganzen Teile zerballern, ne? Nein! Oh! Sehr geil. Sehr geil inszeniert. Oh, das ist jetzt... Wir sind gestorben? Echt? Warum?
Es kam kein Quicktime-Event. Ah ne, das gehörte so. Okay, alles klar. Ich wollte gerade schon sagen, kam doch kein Quicktime-Event oder sonst irgendwas. Och nö. Wer denkt sich sowas aus? Nummer, ne? Zwei von denen und sehr stark. Also haben auch sehr viel TP-Punkte. Tja, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir da durchkommen, ne? Ich weiß auch nicht, vielleicht kann man auch einfach vor denen weglaufen. Weiß ich nicht. Müssen wir jetzt mal schauen. Wir müssen uns mit denen abgeben, oder? Nachladen, mein Fräulein. So, das war Nummer 1. Oder beide direkt? Waren beide direkt. Geil. Uiuiuiui. Liebe Leute, liebe Leute. So, hier hinten gibt's nichts. Dann müssen wir hier hoch. Dass das hier dann doch eine etwas kürzere Folge wird. Ja, der Akku meines Keylights ist jetzt gleich leider hin. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen mit der Energie haushalten. Ich hoffe, dass wir hier noch die 20 Minuten voll kriegen. Machen wir die vierte Folge dann für heute ein bisschen kürzer. Und vor allem hoffe ich, dass wir hier nachher an einen Punkt kommen, in dem wir mal kurz verschnaufen können. Und nicht hier immer nur diese krassen Gegner haben. Alter, was für eine Reichweite das auch geht, ne? Alter, alle zersiebt, ey. Das ist so geil. Das ist so richtig geil, ey. Gefällt mir richtig gut, das Game. Scheint so, als wären wir hier auch voll. Jetzt wahrscheinlich noch nicht, ne? Okay. Ja, scheint so, als wären wir hier voll. Alles klar. So. Das ist... Wieso haben wir hier nur 5... Ja.
Zap, zap. Ja, hier sind wir komplett empty. Schade. Keine einzige Munition dafür. Interessant. Ja, gut, dann ist das eben so. Müssen wir damit jetzt... Okay, ihr habt es nicht anders gewollt. Kriegst du halt den dicken Hammer ins Gesicht. Ja, das war nicht der dicke Hammer. Moment, der dicke Hammer kommt jetzt gleich. Ist ja wie in dir auf dem Silbertablett. Ah! Ich muss mich mal verstecken, kurz. Sehr gut. Mir ist übrigens aufgefallen, im Preview-Video hatten die Penner sich hier, entschuldigt den Ausdruck, der Kollege, der das Spiel, der das Gameplay oder das Preview-Video gemacht hatte, ich glaube, die ersten 15 Minuten des Spiels, der hatte hier direkt von Beginn an nur zielsuchende Munition und nichts anderes. Deswegen sah das bei ihm auch so einfach alles aus. So, jetzt haben wir hier wieder 5 Kugeln gefunden, okay. Die Waffe scheint nicht dafür geeignet zu sein, um sie permanent zu nutzen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Reliquien haben wir mittlerweile. Den überstehst du nicht. Tust du nicht, hab ich dir gesagt. Ich glaube, den pimp ich auf jeden Fall bis zu volles Fund. Weil das Ding ist der Hammer. Das finde ich auch sehr geil, dass man hier durch diese kleinen Fensteröffnungen schießen kann. Das findet man auch nicht in jedem Spiel. Was ist das? Und die haben wir voll. Hier kommt man nicht rein, oder? Ne, das scheint nicht Ziel zu sein. Ah, da ist noch so ein Kollege. So, einmal nach vorne laufen. Komm her, Junge. Ich krieg gleich ein. Bam! Ich liebe diese Attacke. Die ist so brutal. Saugeil. So, wie kommen wir jetzt hier weiter? Gibt es da hinten einen Ausgang oder müssen wir über die Mauer jumpen? Ich glaube, wir müssen über die Mauer jumpen. Shelia, I've detected a jamming signal from a nearby building. What's your current position? There are a lot of rocks floating around. I'm still being sucked into the black hole. Okay, still no contact from Wake. I'll let you know if anything changes. So, haben wir die alle zerballert? Darüber, okay. Ja, wie gesagt, Leute, wir sind jetzt bei fast 20 Minuten. Ich mache hier mal einen Cut. Wir werden hier auf jeden Fall das nächste Mal direkt weitermachen. Und ja, wenn euch das Zeug gefällt oder mein Kram euch gefällt, speziell wie ich spiele oder was ich hier so mache, dann, ja, ihr seht, mein Keylight gibt jetzt hier leider den Geist auf. So, ich mache hier gerade ein bisschen... Ja, es ist immer noch da. So, jetzt dürfte es weg sein. Tut mir leid, also... Wie gesagt, die Akkus sind jetzt langsam fritte. Ich habe jetzt 4 Folgen am Stück aufgenommen. Ah, eine halbe Stunde. Das sind fast, ja, das sind, Stunde, 2 Stunden. 2 Stunden Aufnahme. Da sind die Akkus einfach durch. Dementsprechend tut es mir leid für die, zum Ende hin in der letzten Folge schlechtere Aufnahmequalität.
Ich hoffe, ihr habt Bock. Guckt euch meinen Kram an. Wenn es euch gefällt, lasst mir ein Abo da. Guckt meine Videos, liked meine Videos. Lasst mir einen Kommentar da, wie euch das Spiel vor allem gefällt, unabhängig von mir. Und ansonsten guckt mal auf Twitter oder Twitch vorbei. Würde ich mich schon mal freuen. Alle Kanäle heißen gleich, findet ihr unter dem gleichen Namen. Ansonsten in der Videobeschreibung findet ihr auch meine Kanäle. Wir sehen uns das nächste Mal. Ne? Haut rein. Bis dahin. Ciao.